Auf ihrem Weg zum nächsten Sommer-Grand Prix machte die österreichische Skisprung-Nationalmannschaft mit Springern wie Gregor Schlierenzauer, Manuel Fettner, Michael Heiböck und Thomas Diethardt Anfang Juli einen Abstecher ins Montafon, um im neuen Schanzenzentrum in Tschagunz ihre ersten Sprünge zu absolvieren. Nach einem kurzen Fußballspiel zum Aufwärmen, passenderweise im Auslauf der Schanzenanlage, ging es für die ÖSV-Adler direkt auf die größte der vier Schanzen. Unter der strengen Beobachtung des neuen Cheftrainers Heinz Kutin und dem kompletten Analyseteam zeigten die Skispringer auf der 108 Meter Hillside-Schanze ihr Können. Trotz wechselnder Windverhältnisse war der ehemalige Weltmeister von 1991 mit der Anlage und den gezeigten Sprüngen sehr zufrieden. Die Schanzenanlage ist wunderbar. Also jetzt haben wir am anderen Ende Österreichs, ich bin ja Kärntner, für mich ist es relativ weit, auch eine super Trainingsanlage und das ist natürlich perfekt. Wir wollen jetzt noch keine Hochform haben, wir sind in einem absoluten Trainingsprozess drinnen, wir sind bei den Sommer-Grand Prix, bei den Wettkämpfen schon dabei. Es ist für uns wichtig, die Wettkämpfe mitzunehmen, aber wir sind voll am Arbeiten. Wir wollen uns auf den Winter vorbereiten und auf das so passt unser Plan genau. Der Andrang der Autogrammjäger im Auslauf war dank Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethardt und Co. dementsprechend groß. Die Stars waren mit großer Konzentration bei der Sache, werden doch im Oktober auf genau dieser Schanze die österreichischen Meisterschaften ausgetragen. Einer, der mit der Tschagunzer Anlage sehr gut zurechtkam, ist der Gewinner der Vier-Schanzentournee 2014. Ja, war total lässig. Also ich habe mich schon richtig darauf gefreut, dass wir herkommen und das haben auch schon viele Leute gesagt, dass es lässige Schanzen ist. Und ja, jetzt war es heute soweit, den ersten Sprung gemacht, gleich echt cool, echt weit gesprungen und ja, war total lässig. Die hat eine leichte Ähnlichkeit mit Hinzenbach, mit meiner Heimschanzen und macht mir auch total Spaß und ich bin auch gleich von Anfang an richtig gut reingekommen und hat super funktioniert. In der Mannschaft herrscht wieder lockere Stimmung, der Schmäh rennt. Auch Gregor Schlierenzauer ist nach der nicht ganz so optimalen vergangenen Saison gut drauf und von der neuen Schanzenanlage begeistert. Es ist schon einiges anders. Das Teamklima ist sehr gut und es hat einmal jeder riesen Spaß und wird sehr professionell gearbeitet, also passt super. Eine tolle Anlage, super Zentrum, vor allem vier Schanzen nebeneinander, ist glaube ich ja, ein super Beginn für die Kinder, für die Jugendlichen und ja, war ein tolles Training. Und wenn der beste Skispringer aller Zeiten wieder ein solches Blitzen in den Augen hat, dann ist das definitiv ein gutes Zeichen. Alle Fans der ÖSV-Adler können sich am Sonntag, den 12. Oktober, selbst ein Bild machen, wenn der beste Skispringer Österreichs in Tschagunz gekürt wird.